Das Medical In-Team besteht derzeit aus zwei plastischen Chirurgen. Das ist einmal Dr. Atela und Dr. Kuliosis. Und dazu gehört auch noch Dr. Twent. Das ist unser Mund-, Kiefer- und Nasenchirurg. Dazu kommen dann noch vier Damen am Empfang für die Patientenbetreuung und unsere Buchhaltung und die OP-Assistenz von den Doktoren. Mein Name ist Dr. Atela. Ich bin sowohl deutscher als auch europäischer Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und seit über 15 Jahren auf diesem Gebiet tätig. Wir bieten hier in der Medical Inn das gesamte Spektrum der plastischen und ästhetischen Chirurgie an. Das bedeutet, wir führen körperformende Chirurgie durch, Liposuction, Fetttransfer zum Brust oder zum Gesäß, die gesamte Brustchirurgie, Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Implantatwechsel und natürlich die Gesichtschirurgie. Mein Name ist Dr. Kuliosis. Seit über 10 Jahren bin ich in der plastisch-ästhetischen Chirurgie tätig und habe ein sehr großes Spektrum mir erlangt und betreue jetzt zusammen mit Dr. Atela hier die Medical Inn. Wichtig ist es dabei, den Patienten individuell zu beraten und das auf Augenhöhe, empathisch, echt und authentisch. Und wir versuchen immer das zu erzielen, was auch möglich ist und versuchen keine falschen Versprechen. Meine oberste Prämisse ist immer Perfektion. Höchste Qualitätsstandards, neueste Methoden, die neuesten Techniken, die neuesten Gerätschaften anzuwenden. Aber immer unter der Prämisse, die Sicherheit des Patienten an oberste Stelle zu setzen. Qualität, Perfektion und Sicherheit, das sind die Kernpunkte und die Kernaussagen, die für uns extrem wichtig sind. Das heißt, wir sind für unsere Patienten 24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichbar, haben immer ein offenes Ohr und lieben unseren Beruf. Das heißt, es ist für uns eine Passion und dementsprechend behandeln wir natürlich auch unsere Patienten. Uns ist es wichtig, dass der Patient kommt und dass er sich sehr, sehr vertrauensvoll an uns wenden kann mit all den Sachen. Bei uns kann man alles besprechen, es ist hier in allerbesten Händen. Das heißt, auch nach der Operation immer für die da zu sein und offenes Ohr zu haben. Manchmal kann ein kleiner Bluterguss schon die Patienten so verunsichern. Und diese Unsicherheit muss man den Patienten wegnehmen. Das heißt, unsere Arbeit endet nicht im OP-Saal, sondern beginnt erst dann.